Die Trainingssession ist vorbei, liebe Freunde. Damit willkommen zurück hier bei Pokémon Weiß 2. Schaut euch das mal an, hey. Das ist einfach eine wahre Freude hier. 46, 46. Nachher nochmal, nochmal ein Tier zusammen. 44. Wieso also das? Ganz einfach. Flash, Latera, Rebigate und Auron. Die hatten da kein Problem. Die haben keinen neuen Attacken erlernt. Nix. Die konnten bis 46 trainieren. Gar kein Problem. Das ist soweit in Ordnung. Bei Shelby und Psyanis hat alles so, dass sie auf Level 45 eine Attacke lernen. Deswegen dachte ich mir, dass ich die eventuell gebrauchen könnte. Also lass die mal so auf Level 44 stehen. Und ja. Ich sehe so, dass die beiden jetzt im Arena-Kampf nicht vorkommen werden. Und ja, wir haben aber vorhin noch einiges zu tun, denn Webigator hat ja, wie wir wissen, da noch die Schmarotzer-Fähigkeit. Wo ich eigentlich dachte, dass die Grundangriffsstärke 95 wäre, wie es da steht, und halt je nachdem, ob der Angriffswert des Gegners höher ist und niedriger ist, dass dann die Attacke noch verstärkt wird. Ist aber leider nicht so. Sprich, die Attacke lohnt sich erst dann oder lohnt nur dann, wenn der Gegner einen hohen Angriffswert besitzt. Gut, bei Drachen wäre es eigentlich noch ganz nützlich gewesen. Teilweise, aber weil die Attacke grundsätzlich eigentlich nur fail ist, werde ich die jetzt verlernen lassen und wieder Knirscher erlernen. Schön, hätten wir das soweit mal erklärt. Latera wird auch eine neue Attacke lernen. Also neu. Eine alte eigentlich eher. Funkenflug, da bekommt der Flammenwurf dazu. Das stimmt soweit. Dann hat er noch Spukball, behält er auch. Ihr liegt ebenso. Was ich ihm jetzt wieder beibringen werde, ist halt. Ach, dann wissen wir wieder. Nicht Nachtnebel, nee. Konfusion auch nicht. Dann hieß der Tag schon wieder. Konfusstrahl. Entschuldigung, jetzt habe ich es nicht. Konfusstrahl lernt er wieder. Ich denke, das ist eine ziemlich coole Kombi aus Angriff und auch ein bisschen Statusveränderung. Vor allem Irrlicht hat sowieso eine hohe Trefferquote. Konfusstrahl nachher auch und ja, es kann durchaus für ein bisschen Chaos sorgen beim Gegner. So, Latera trainiert, Flash trainiert. Wegen dem Flash, liebe Freunde, ich habe danach geschaut, wegen dem Stromisierer, ich kriege den einfach in Einklangspassagen, es ist zum Verrücktwerden. Sprich, es könnte gut durchaus sein, weil Flash halt nicht so super Pokémon ist, solange es noch nicht weiterentwickeln kann, dass wir halt nach dem Arena-Kampf gegen Lysander hier in Trindex City, dass wir erst einmal Flash auf die Ersatzbank stellen und dann halt doch wieder Beetle ins Team nehmen. Weil sonst ist es ein bisschen dämlich, wenn ihr Flash halt irgendwie am Schluss auf Level 60 oben haben, wie es sich entwickelt und dann, naja, halt, ja, schon die guten Statuswerte verloren sind, nicht wahr? So. Was ich auch noch machen werde, ist Psyan einfach mal einen Spitznamen zu geben. Meine Fresse. Mal Zeitmensch, wa? So, Bogen bewegen. Ich muss mal ganz kurz fliegen. Ist soweit in Ordnung, alles klar. Team-Pokémon, jetzt mal kurz überlegen. Admurai brauche ich nicht mehr. Der kann also direkt mal hier bleiben. Mitnehmen in der Rinne werde ich auf Flash, Auron und Rebigator. Also bleibt es Gelebra auch mal hier. Zack. So. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Ja, das bin ich. Mann, nee, ich muss eine Attacke beibringen ihm. So, der behält die Attacken fürs Erste. Lernt dann später noch den Ahai-Strahl. So, jetzt ganz schnell und dann geht's ab in die Arena, Freunde. Alles klar, weiche jetzt Waschakil, kannst du. Waschakil sage ich schon, Hawkeye, kannst du fliegen? Ich will es mal hoffen. Juhu. Und da fliegen sie davon. Die crazy Mucke. Nee, du bist der falsche Typi. Moment mal kurz, bist du der mit der Kraftreserve? Psyana war es, glaube ich, Psycho, oder? Wie war das? Geist und nicht irgendwas? Vom Typ Psycho, genau, bringt gar nichts. Mann, wäre es in die Käfer so gewesen, wäre noch cool gewesen. Aber so ist das natürlich voll fail. Das gibt's doch nicht, Mann. Wieso ist das denn fail? Du. Er lernt wieder Knirscher, genau. Da lernt er noch Erdbeben und Drachenwut kommt dann. Drachenwut, Quatsch. Wutanfall kommt dann dazu. Ja, denk mal gegen Schmarotzer. Tschüss. Du bist ein Schmarotzer. Du. Oh, kacke, voll falsch gesungen. So, ja, nochmal eins. Und zwar an dieser Stelle jetzt mal Latera. Welche Attacke denn? Konfusstrahl sieht ja schon genau 100. Das ist doch mal eine krasse Attacke. Ja, das wissen wir. Begrenzer ist die begrenzt.
Naja, von dem ist ein Attack begrenzt, aber ist egal. Gut, geht's nochmal ganz kurz weg hier. Und zwar der Attack, der Namensbewerter war hier, war in Stratocities. Woohoo! I believe I can fly. Wortwörtlich. Juhu! Und los geht's morgen um 9. Ach du Scheibenkleister, das gibt's doch nicht. Ja, leider doch, wollte Zackis Namen noch aufnehmen, aber da hat mir irgendwie noch eine Stimmenstrich durch Rechnung gemacht. Sprich, nachdem ich ein bisschen ein anderes Projekt aufgenommen hatte, war plötzlich mal die Stimme ein bisschen kratzig. Und dachte ich mir halt, ja gut, bleibst du mal. Lass mal lieber bleiben, nimmst dann morgen früh halt auf. Wenn es geht, nicht wahr? Namenswerter, Namensorgakel, ja, schön. Das darfst du, und zwar den von Psyana. Ja, man merkt, dass es von dir ist, aber das ist nicht besonders gut, wa? Umändern, okay, was willst du? Psyana ist ja. Ja, hat ja Morgengrauen so drauf, von Attacke her, sprich, ist eher ein sonniges Gemüt, und was ja auch so ist, dass Psyana vom, sag ich jetzt mal, Pokémon-Wesen her, nicht Wesen, weil vom, wie heißt es, Klassifizierung her, dass es ja eigentlich eher so eine Art Sonne-Pokémon ist. Also, nehme ich es ganz einfach mal, und es ist ja männlich. Sunny! Ja, wir sind ein Glühwüchspilz. Da stimmt. Das war schon immer so. So, Freunde, wir sind fertig. Es wird Zeit für die Arena. Wuhu! Jetzt wird es ja richtig abgehen, ey. Sehr schön. Und ganz kurz die Pokémon verstauen und dann geht's auch schon ab. So, Pokémon bewegen, bitteschön. Und zwar kommt jetzt Waschagwil, kommt genau hier hin. Tampsiana, tut mir leid, Sunny Boy, aber du kommst auch nicht mit, zumindest jetzt noch nicht. Und Latera, der bleibt da auch hier. Dann Aura nach vorne, wieso sieht er dann gleich? Was heißt gleich? Die Gründung liegt einfach darin, weil, wie gesagt, Flash will ich nicht unbedingt so hoch leveln lassen, bevor sich entwickelt. Und Auron, der lernt ja schon bald coole neue Attacken. Und dann um Gedankengut und auch natürlich mal die Aurasphäre, seine sowieso prädestinierte Angriffstechnik. So, bereit für die Räder, ganz kurz abspeichern. 3 gegen 3. Naja, es kann heikel werden, aber wir müssen da durch. 9.21 Uhr, was denn für eine beschissene Zeit, für einen Arena-Kampf, egal. Morgenstund, Tag, Gold im Mund. Wow, die Musik, ey. Willkommen, das ist die Arena von Twin Drake City. Hier, nimm erstmal dieses Tafelwasser. Magda hält Tafelwasser, ist schön. Na, was hältst du in diesen beiden Drachenstatuen? Weiß und Schwarz, das ist nicht eine Anspielung. So große Statuen gibt es in keiner Arena in einer zu bestaunen. Ziel dieser Arena ist es, über die Drachenköpfe an die Spitze zu gelangen. Dort wartet Lysander, der Arenaleiter. Lysander kämpft übrigens mit Pokémon vom Typ Drachen. Ach nee, was nicht sagst. Haben gar nicht aufgefallen. Ein Tipp, um Drachen-Pokémon sind schwach gegen Drachen- und Eisattacken. Welche Ironie, und das ist nicht von mir, klar? Nö, natürlich nicht. Nimm sonst. Und gegen Feenattacken, ha? Aber kommt ja später. So. Geht's hier runter? Nö, nicht wirklich. Der weiße Drache, der Verdammnis. Okay, let's fight! Wie bei einem Drachen, der dem Himmel entgegenfliegt, liegt auch mein Ziel eben noch ein Stückchen weiter oben. Was auch das bedeuten mag. Er will hoch hinaus, Veteran Isaac. Isaac? Isaac? Okay. Was macht denn der Isaac hier? Rückung, alles klar, soll mir recht sein. Jetzt lässt man recht die ganze auf die Schnauze, Kumpel. Boom! Scharfax! Nein, hat's überlebt! Komm noch, komm noch! Das war ein Fehler, Kumpel! Der Eishieb ist richtig. Cool!
Das war's mit Schafer. Doch Trottel, doch Trottel, Trottel. Da oben gibt es noch stärkere Gegner. Der Trainer auf der rechten Seite ist auf Angriffsmanöver spezialisiert, der auf der linken Seite der Gegner ist eher auf, legt Wert auf seine Abwehr. Steige nochmal auf den Drachenkopf und tritt auf das leuchtende Dreieck, um dich weit nach oben tragen zu lassen. Wähle dann, ob du nach links oder nach rechts möchtest. Cool. Was ich eigentlich gerade noch sagen wollte. Wenn ich auch schon trainieren möchte. Hier noch ein bisschen, nicht wahr? Wobei die Scope-Linse ist schon in Ordnung. Da kann ich mir eigentlich noch das Glücksei geben, wa? Gegen Drachen ist ein Volltreffer auch nie verkehrt. Nee, komm, ich lass mal so. Ich gehe das Risiko ein. So. Nach oben. Echt geil, ey. Von Drache zu Drache. Verdammt, ich müsste eigentlich wirklich einen Drachen nehmen. Ich hätte einen Drachen trainieren sollen. Boom! Aua. Muss auch wehtun. Servus. Eine gute Verteidigung ist der beste Angriff. Geht der Spruch nicht umgekehrt? Egal. Angriff ist die beste Verteidigung. Irma! Schaufox! Alles klaro, Auron! Bin da, Boss! Na dann, mein Lieblingskumpel. Mein Lieblings-Pokémon der vierten Generation. Du, oh Angeberei, das tut sicher, oh wei, oh wei. Stark, stark, ich habe gar nicht mehr gesehen, dass ich mehrere Pokémon. Ah doch, ihr seht es ja. Zwei Stück, okay. Gehe ich lieber die Nummer sicher. Und zwar, indem ich mal ganz kurz... Welche Beere war es jetzt? Warum Beere? Nö. Birbi-Beere? Nö. Birsus-Beere? Nö. Fragia-Beere? Nö. Amarena-Beere? Nö. Verdammt! Ich habe nichts in der Verwirrung. Das finde ich doch total kacke. Oh Mann, jetzt tut's weh. Schutzschild war ja klar, Mann. Auron, bitte triff, bitte triff. Glück gehabt. Und jetzt nochmal triff, jetzt nochmal triff. Du, 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 boom. In die Schnauze. Du, 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 du. Auron. Schadrago, ach du Scheiße. Also wenn Lucario noch ein bisschen verwirrt ist, ist nicht gerade so empfehlenswert. Rabby. Dein Auftritt. Bin schon da. Ja. Ich bin cool drauf. Das freut mich, Schadrago. Was willst du, Kleiner? Was willst du, hä? Bist du anfällig wohl gegen Schaufler? Schutzschild, bringt nix, ich hau ab. Haha. Tschüss. Wo ist er hin? Aua! Das tat mir wann, Ruhaut, allalalal. Angeberei. Das finde ich nicht cool. Nee, 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 jetzt wird's gleich richtig wehtun, aber bei mir oder bei ihm? Komm schon, komm schon. Nein! Scheinkleister. Oh-oh. Holy shit. Wie begeht er, das versagt? Mann. So viel zu den Pokémon von N. Oh, N, was treibst du da? Bäm! In die Schnauze. Aua. Oh, Scheiße. Ja. Auron, du bist mein größter Held. Weil du mir so gut gefällst. Ah, Gedankengut. Kann immer gut gebrauchen. Unser Metallsaun weg. Und damit natürlich... Spezialverteidigung und Spezialangriff erhöhen. Gut gemacht, Kumpel. Das wird künftig noch gut sein, vor allem die Aurasphäre. Jetzt erwarte ich einen Dreiumkampf. Links zu gehen, einen Dreiumkampf. Wie jetzt? Kann ich den anderen nicht mehr antreten? Wollen wir kurz. Nö, ich will gegen den da. Geht doch, wollte schon sagen, ich kann gegen den nicht mehr antreten. Das wäre voll beschiss gewesen. Was mache ich jetzt? Muss unbedingt mal einen guten Kuppel hier regenerieren, nicht wahr? Webigator. Sorry, Alter, der braucht dich. Ich brauche dich unbedingt. Sehr schön.
Webigator! Er strotzt nur so vor Power und vor KP! Naja, 115 ist gerade so viel. Im Vergleich mit Hytera. Wer kann das schon mit Hytera messen, wenn es um KP geht? Ein guter Angriff ist beste Verteidigung! Das stimmt! Naja, manchmal. Veteran, was für ein Veteran? Jeremius. Das ist ein Jude sein, was? Tja, also ich habe nichts gegen Juden und so. Oder Jeremius, das kommt doch aus anderen Religionen? Keine Ahnung. Überbrückung, bringt dir nichts. Tschüss. Komm schon, deine Verteidigung muss doch schwach sein. Sie ist es eben nicht. Oh, Drachentanz, ach du Scheiße. Das erhöht doch auch die Geschwindigkeit. Jetzt habe ich ein Problem. Finstaura. Boah, wird trotzdem noch schneller, hey. Auron ist cool. Du, 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 du. Ja, Auron ist so fett. Du, 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 du. Schadrago. Riskieren wir es nochmal, Webigator. Globus. Bin dabei, Mann. Ja. I'm back. Du bist nicht Schwarzenegger, alles klar. Doch, ich bin auch schwarz. Ja, ich weiß schon, aber das hat andere Gründe. Du, Knirscher. Okay, zuerst Drachenklau. Ich dachte eigentlich, oh, nein! Das ist gemein! Ja, du wirst zuerst Drachentanz machen. Alter. Okay. Verdammt. Welche Attacke macht mehr Schaden? Du. Er hat einen Schaden, aber es ist sowieso was anderes. So, Schaufler, tschüss. Und komm schon, das muss denn mal reinhauen. Geht doch. Ein Hoch auf den Sandpuder oder wie das bodenverstärkende Item schon da heißt. Die Durchschlagslacht, man könnte gerade meinen, du hättest die Power der Drachen. Was? Ein Wort zum Trainer weit oben. Freiumkampf, alles klar, Mann. Ja, es ist alles klar, ich muss mich ständig hier heilen, das ist doch lame. Aber so bin ich nun mal. Voll plemplem. Was? Egal. Webigator Auron und Flash. Die rocken das schon. Alles klar, hoch mit dir. Von den Beinen zu den Armen. Oh, Hilfe, ich bin nicht ganz schwindelfrei. Hilfe, versteht schon. Also ich habe keine Höhenangst, aber... Wenn ich ein bisschen weiter oben bin und runterschaue, kriege ich schon leichte. Naja. Ein ganz leichtes Panikgefühl, dass es runterfallen könnte und dann wird es ein tiefer Flug. Bäm, das ist schon nicht zerberstet, hey. Beim Reihumkampf kommt es darauf an, das richtige Pokémon zur richtigen Zeit einzusetzen. Was du nicht sagst, hey. Wäre mir nie eingefallen. Und die Dame Leonore, die Zwillingsschwester von Irma. Okay, Schadrago, das stärkste von ihnen, Scharfax und Milz sind gar kein Problem, die kriegen wir locker hin. Ja, Mann, Auron, Eishieb, du kannst nichts falsch machen, Kumpel, du kannst nichts falsch machen. Doch, kannst du, wenn du nicht triffst, beziehungsweise nicht den Gegner platt machst. Der Hühner? Gar kein Problem, Mann, und tschüss. Das war die Nummer 1! Webigator. Der Alligator. Hier kommt ein Milza. Ein süßes kleines Milza, das davonläuft. Das gibt's doch nicht. Ein Schadrago, das nicht down gehen will. Mit seiner dämlichen Ruheabfähigkeit geht es mir sowieso auf die Klöten. Dö. Alter! Wieso hat er eine Kampfattacke drauf? Okay, jetzt musst du das rocken, Kumpel. Du musst das rocken. Hoffe, Schaufel macht jetzt bei Flash keinen Schaden, sonst einfach ein Problem. Ich mach Dampfwalze. Ich hoffe, es macht bei Flash keinen Schaden. Nö. Nur bei Milza. Senk's zuerst, erhöht's wieder. Das bringt doch nichts. Ihr seid gleich down. Webigator Power! Scheiße!
Hochmut, komm vor dem... Naja, wisst schon. Flächen ein paar IPs, sehr schön. Oh, und Michael, komm schon, die Dampfwalze gehen. Bäm. Oh, Kacke, Mann. Hochmut von Rabi Geta. Spiel besiegt Veterani, 3 Pokémon du gewählt hast, na cool. Ich weiß. Du bist stark genug, um Lysander herauszufordern. Nutze Potenzial und... Ja, du weißt schon. Ja, weiß ich. Erstmal zurück. So. Dann hoch oder rechts? Nee, wir gehen natürlich rechts. Aber ich muss erst meine Pokémon heilen. wo waren? Nicht hier. Beleber wird schon eher was. Sehr schön. Und dann. Hypertrank. Sehr schön. Alles mit Cobello, es wird alles super werden. Doch das sind erst in der nächsten Episode, liebe Freunde. Dann geht es hier weiter im Kampf gegen Lysander, den Arenaleiter von Twindrake City. Das wird noch ein richtig harter Fight werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.